Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu Dark Souls. Wir sind immer noch in den Archiven. Ist das hier unten eigentlich der Teil, den ich sehe, wo ich hingehen kann? Ich sehe ja keine Gegner, deswegen bin ich mir da nicht ganz so sicher. Es kann sein, weil da hinten ist dieser Abgrund. Aber ich meine, wenn ich hier von unten hingehen könnte, dann müssten da Gegner sein. Ist ja auch egal. Wir waren gerade dabei, die Archive zu säubern, beziehungsweise die Archive haben wir mehr oder weniger gesäubert. Worum es jetzt geht, ist eigentlich den Boss zu killen. Und ich würde sagen, wir versuchen das einfach mal. Muss ich erstmal wieder den Weg suchen, wie ich überhaupt nochmal zu dem Boss komme, denn das habe ich schon lange wieder vergessen. Ein bisschen unpraktisch. Ich musste hier hoch, bin ich mir relativ sicher. Erstmal hier stehen irgendwelche Gegner um die Ecke. Kommt mal her. Na, ich will nicht den komischen Bogenschützen, der irgendwo da oben steht. Der traf mich hier nicht, ne? Bin ich mir relativ sicher. Die Frage ist, da kommt zumindest einer von. Ah, der andere ist direkt dahinter. Hallo. Nope. Shit. Der hat mich ja doch getroffen. Die Sau. Schon wieder. Glaub's ja nicht. Au. Hallo? Das war nicht schön. Das war überhaupt nicht schön. wisst ihr was? Ich gehe nochmal kurz zurück. Das war nämlich ziemlich dämlich. Da habe ich mich ein bisschen viel von denen treffen lassen. Sowas können wir gleich mal vergessen. Wir heilen uns nochmal, dann sind die Gegner wieder da. Das ist aber nicht so schlimm. Die beiden kriegen wir schon irgendwie tot. Die beiden könnte man total gut farmen, ne? 800 XP pro Töten und im Prinzip kann einem nichts passieren. Und man steht ja direkt neben dem Leuchtfeuer. Uah. Da steht ja der eine. Okay. Ich hätte irgendwie gedacht, der steht woanders. Uah. Ich hab mich schon wieder getroffen. Lass mich von diesen Gummelgegnern hier treffen. Das kann doch nicht wahr sein. Vielleicht bin ich gerade einfach nicht so hundertprozentig in Form. Naja, wir wollen uns den Boss ja vor allem mal angucken. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht ganz so schlimm. Ich muss vor allem erstmal wieder dahin kommen. Mal ganz davon abgesehen, müssen wir erstmal gucken, dass wir wieder dahin kommen. Wenn ich schon hier den Bogen in den Rücken kriege, dann sollte ich sowieso aufpassen, dass es, wow, überhaupt irgendwie was wird. Von daher... Nope. Auf damit. Auch nicht zu beschießen da oben. Finde ich in Ordnung. Gut, dass der da dran... Shit. Stecken geblieben ist. Das hat mich der gammelige Magier auch schon wieder gesehen. Komm, verzieh dich. Ich muss erstmal zu dem Bogenschützen da. Der muss jetzt erstmal direkt dran glauben, hoffe ich. Ich hoffe, dass ich den einfach so... Wo ist der denn überhaupt? Ach, der ist über mir, oder? Da, super, der ist ja noch eine Station höher. Ne, da will ich eigentlich gerade gar nicht hin. Dann gehe ich, glaube ich... Hört auf damit, ich mag euch nicht. Dann gehe ich jetzt lieber einmal hier so rüber. Einfach nur. Schießt doch auf mich, ist mir doch egal. War da noch einer? Jupp, da ist einer von den Bogenschützen. Und ich glaube, hinter mir ist auch noch irgendwo ein Magier. Meine ich mich zu erinnern. Peek. Hihi. Und zack. Dann können die mich nämlich so lange gar nicht treffen hier. Uah. So können die mich aber gerade treffen. Da muss ich ein bisschen aufpassen. So, Kumpel. Wie ist das mit dir, hä? Den kann ich nicht. Ich wollte sagen, den kann ich auch, aber irgendwie... Na, jetzt spring ihn an. Hallo? Ich krieg das gerade irgendwie nicht hin. Bin da gerade irgendwie zu blöd für. Na, das wollte ich. Genau. Spring ihn an, töten ihn. Und dann verziehe ich mich hier weiter in diese Richtung, denn hier sind definitiv keine... nee, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Oh shit, da ist ein Bogenschütze. Da sind sogar mehrere Bogenschützen. Das ist nicht so pralle. Na ja, komm. Wenn die den Schild treffen, ist das nicht ganz so schlimm. Das kann ich abwehren. Das sind nur... Shit. Wow. Au. Er ist tot, er ist tot. Der andere ist noch nicht tot. Darf mich nicht in den Rücken schießen lassen. Das macht Schaden. Das macht durchaus Schaden. So, jetzt der nächste. Der da. Und dann sind da drunter noch welche. Ist da nicht sogar noch theoretisch irgendwo so ein komischer Magier hier? Ist das ein Magier? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich gebe mir erstmal gerade eine Heilung. So. Es ist nämlich sonst jetzt gerade kein Gegner da. Und ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, ob ich... Ich muss hier gar nicht hin, ne? Wenn ich hier hochlaufe. Ach, der komische Fahrstuhl ist ja gar nicht da. Ach, crap.
Das heißt, ich muss ja noch ein Stockwerk höher irgendwie. Da muss ich ja doch auf die andere Seite. Wie blöd. Dann bin ich hier doch falsch. Oder... Wie kam ich hier nochmal hin? Musste ich da raus? Nein, oder? Ich meine... Hier links dann oder so. Also ich weiß, dass wir den Weg zum Boss schon wieder gefunden hatten. Ich bin mir relativ sicher, aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wo ich dafür hin musste. Oh, aua. Da ist ja ein Dude. Hör auf damit. Blöder Magier, hör auf damit. Machen wir erstmal das hier. Ich muss kurz aufpassen, dass er mich jetzt nicht trifft. Ich will hier weg. Ich will hier ganz dringend weg. Tschüss. Shit. Shit, da steht einer. Der hat mich aber, glaube ich, nicht gesehen. Die beiden muss ich jetzt mal gerade ganz flott... Oh, hallo. Nicht so schön. Zack. Ich möchte nicht getroffen werden. Danke. So, jetzt schießen die mal so lange gegen das Ding. Das ist nicht so schlimm. Dann kann ich mich nochmal kurz heilen. Und dann ging es da oben nämlich zum Boss. Richtig. Und hier war ich dann nämlich auch schon mal. Wenn ich die hier beide treffe, geht das. Wenn ich nicht beide treffe, dann könnte mich einer davon killen. Haben sie aber nicht. Bin schon wieder bei 10.000 XP. Das ist eine ganze Menge eigentlich. Naja. Ging das hier oben so direkt zum... Das Ding fährt noch weiter nach oben, oder? Das... Hier geht es gar nicht zum Boss. Bin ich hier richtig? Versteht das gerade gar nicht. Oh shit. Ich werde beschossen. Irgendwie bin ich hier, glaube ich, immer noch falsch. Das ist gerade ungünstig irgendwie. Wie komme ich denn dann zum Boss? Ich habe mich verlaufen. So, also hier nicht. Ne? Weil der Fahrstuhl ist noch deutlich weiter nach oben gefahren. Das heißt, hier bin ich erstmal falsch. Was ist, wenn ich auf der anderen Seite, dann komme ich da drüben hin, dann bringt das vielleicht was. Ich drehe das mal gerade hier und gehe dann da lang. Und gucke nochmal, was da war. Ja, ich dachte, wir hätten letztes Mal den Weg gefunden zum Boss zurück, aber irgendwie... Scheint das doch nicht unbedingt der Fall gewesen sein. Da ist schon wieder so ein blöder Bogenschütze. Wo will er denn hin mit seinem Pfeil? Hä? Wo willst du hin? Piek, piek, piek. Tee? Da hinten ist noch einer. Bin leider, glaube ich, gerade auf der Ebene, wo mich auch der komische Magier wieder angreifen kann. Oder wird wahrscheinlich sogar. Au. 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 Dämlicher Penner. Huch. Wow. Das war close. Da unten ging es... Hinter dem Magier war nichts, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ich muss irgendwie noch weiter nach oben, glaube ich. Aber wie komme ich hier weiter nach oben? Es hängt noch eine Truhe, die ich nicht geöffnet habe. Das sieht irgendwie so aus, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Normalerweise öffne ich einfach alle Truhen. Ups. Das ist blöd jetzt, weil da hinter mir steht dann auch noch einer. Shit. 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 Arg. Erwischt. Jetzt muss ich den auch noch mal wieder töten und den anderen Magier auch noch, damit ich an meine 12.000 XP wieder drankomme. Arg. Verdammt. Okay. Die Frage, wie machen wir das? Aber ich glaube, wenn wir hier hochklettern, ist das wahrscheinlich sogar tatsächlich am sinnvollsten. Hier ging doch noch irgendwie so ein Weg hoch. Da kann ich gleich mal hochklettern. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas Interessantes war. Irgendeinen Weg, aber ich glaube fast nicht so. Ich hoffe, der Typ da oben trifft uns nicht, wenn wir hier hochklettern. Ich hoffe, ich bin... Shit, schnell genug. Wahrscheinlich bin ich das nämlich nicht. Oder? Na? Er ist zu blöd zum Schießen, glaube ich. Jo, er ist definitiv gerade zu blöd zum Schießen. Wow. Na gut, das war knapp. Das war mehr als knapp. Das war ein... Wow, Treffer. Ich muss mal gerade hier schnell um die Ecke irgendwie... Hilfe, Hilfe. So, wo bin ich jetzt? Ich muss da rüber, ne? Wie komme ich denn da rüber? Ich habe das Gefühl, ich bin schon wieder falsch hier. Das ist doch blöd. Ich blicke hier überhaupt nicht durch, wo ich hin muss.
Wenn das es nach unten zeigen würde, ging das? Tut es leider nicht. Okay. Ich würde eigentlich ganz gerne diesen Typen da, der nervt auch ein bisschen. Kann ich da nicht irgendwas gegen tun? Komme ich da irgendwie hin? Das sieht nicht so aus. Ja, komm, dann schieß nochmal. Jetzt gehe ich hier wieder runter. Letztes Mal hat er mich ja beim Runterklettern zumindest überhaupt nicht getroffen. Uiuiui. Aber knapp ist es. Ein bisschen knapp ist es ja schon. Wow. Au, das war blöd. Gehe ich jetzt nochmal kurz rasten, weil mit so ein bisschen, wenn ich mich nochmal heilen muss. Nö, 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 nö. Ich möchte ja meine XP auch wieder haben. So geht's ja nicht. So. Machen wir das einmal so. Dann muss ich wieder diese beiden Typen da hinten irgendwie bekämpfen. Und dann gucke ich gleich, wo ich hin muss. Ich glaube, ich sollte dann erstmal rechts hochgehen, weil da war ein Bogenschütze. Da erinnere ich mich noch dran. An den bösen... ich komme ja gar nicht lang. An den bösen Bögenschützen. Bögenschützen. Auch schön. Aua, der macht das ja auch. Aber so ein bisschen Leben hatte ich letztes Mal auch schon verloren. Hilfe. Wo schießt denn der? Sag mal. Ach, geh weg, Stuhl. So, rechts hoch. Ich glaube, da steht der irgendwo. Da steht zumindest einer, aber das ist nicht der. Um genau zu sein, ist das hier irgendein komischer Nahkämpfer. Da vorne müsste... Wow! Ach, der stand ja da drauf. Da war ja... Der ist doch blöd. Der springt da auch wahrscheinlich nicht runter einfach so, ne? Shit. Du bist doof. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Du bist total doof. So, einmal kurz hier gucken. Da gab es, shit, einmal den und einmal den da vorne. Dann mache ich jetzt erstmal den Bogenschützen hier. Der ist nämlich nerviger als der andere Dude. Lass mich durch. Dann eben nicht, dann wirst du, shit, so getötet. So. Machen wir es diesmal mit einer Auffrischung. So. Ein Stockwerk höher muss ich noch. Um den komischen Magier zu erledigen. Und zack. Das Problem, sobald ich hier hochgehe, kommen natürlich wieder beide Magier an. Wenn man von unten kommt, das ist ein bisschen nervig. Glaube ich wenigstens. Vielleicht auch nicht. Uah, da steht ja einer. Da war was. Da steht einer. Zack. Bis jetzt hat der andere mich aber noch nicht gesehen. Der obere Magier scheint mir. Das ist ja gar nicht schlecht. Wenn ich jetzt erst wieder hier lang gehe, kann ich... Jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen. Au. Vor allem hat mich der jetzt hinter mir direkt auch gesehen. Das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht. Ich will doch nur... Shit. Den gammeligen Bogenschützen hier legen. Crap. 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 Hallo. Ja. Ja. Ich muss mal gerade ganz kurz. Es sind ja alles nur... Okay. Shit. Es sind ja alles nur Fankämpfer, wollte ich sagen. Und dann schießt irgendwer von sonst wo wieder auf mich. Crap. Das ist doch blöd. Nein. Mist, 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 Mist. Ich weiß nicht, wo der andere Bogenschütze ist. Ich hoffe, er trifft mich so gerade nicht. Ja, ich heile mich nochmal. Wo ist mein... Oh, warum teleportiert er sich? Teleportiert er sich gerade? Nee, sah nur so aus. Au, shit. Shit. Mist, 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 Mist. Ich nehme an, er teleportiert sich genau in diese Richtung. Den wollte ich, genau. Und es hat nicht ganz gereicht, verdammt. Wohin? Oh crap, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Mal ganz kurz hier. Ja, ich heile mich nochmal. Ich möchte nicht sterben, bevor ich nicht meinen Haufen XP wieder habe. Schrattenen.
Ich wollte da drunter durch. Okay, Fazit, irgendwas mache ich gerade falsch. Das ist nicht so schön. Ha. Aber was genau mache ich gerade falsch? So, der Typ steht da oben drauf, ne? Das heißt, ich kann ja eigentlich direkt hier so lang gehen. So, hi. Bäh. Wow, jetzt kommt der runter. Ich glaub's ja nicht. Hilfe. Hallo. Hihi. Zack. So, der Bogenschütze. Mein Freund, ne? Du meinst, du kannst mich die ganze Zeit von dem Bücherregal aus da beschießen? Dann muss ich dir, glaube ich, leider in den Rücken stechen für. Das ging ja mal gar nicht. Wieso gibt der mir 481 XP? Was ist denn das für eine Zahl? Schon irgendwie 11.000 XP verloren. Weil ein dämlicher Magier abgeschossen hat. Krieg noch zu viel, definitiv noch zu viel Magieschaden hier. Ist nicht gut. Gar nicht gut. So. Das Problem ist, wie kann ich den Magieschaden besser abwehren? Dann bräuchte ich halt wahrscheinlich einen anderen Schild, aber ich habe leider keinen anderen Schild. Und, also, ich habe vielleicht schon andere Schilde, aber die sind nicht so gut. Sowohl was die Magieabwehr dann betrifft. Also ich weiß nicht, ob... Nee, wahrscheinlich habe ich bessere Schilde, was Magieabwehr angeht. Was ich aber definitiv nicht habe, ist ein besseres Schild, was die normale Abwehr dann angeht, noch zusätzlich. Also ich habe keins, das für beide gut ist. Und aktuell habe ich ja Probleme mit Bogenschützen und Magie. Das ist das Problem. Und er hat mich vor allem auch wieder getroffen, ne? Shit. Shit. Tschüss. Shit. Der kommt ja angelaufen. Au. Weiß aber auch nicht gerade, was mich getroffen hat, aber, also neben dem, weil das waren ja zwei Attacken, irgendwas anderes hat mich noch getroffen, irgendwo muss mich ein Pfeil erwischt haben oder so. Verdammt, ey. Irgendwas mache ich doch gerade grundsätzlich falsch. Ich muss mir ein paar Stühle kaputt machen, damit ich hier gleich besser durchkomme. Au. Und da kommt der einfach angelaufen. Ich wollte das, ich wollte nicht nochmal zuschlagen. Der Typ kommt auch noch direkt wieder runter. Das ist aber gut. Jetzt weiß ich, wie der runterkommt. Oder besser, wie ich ihn dazu bringe, runterzukommen. So. Eins. Zack. Shit. Da war er nicht nah genug. Ja. Piep. So. Nur aber. Kommt der jetzt? Der kommt angelaufen. Guck mal. Und hier gibt es noch Loots. Was? Ein KD-Wehrschild? Das klingt das mal ganz cool eigentlich. Kann ich das mal gerade... Das möchte ich mir mal kurz angucken. Ein KD-Irgendwas-Schild. Moment. Moment. Ach Moment, vielleicht sollte ich mir das hier angucken. Dann sehe ich nämlich auch, wie gut das ist. Nicht. Ein bisschen mehr Blitz hat es, weniger Haltung. Weniger so Abwehr. Allerdings ist es natürlich auch... Es ist leichter. Tja, ich meine, ich werde es sowieso behalten, aber grundsätzlich erstmal weiß ich nicht, ob das wirklich besser ist. Ich glaube fast eher nicht so. Naja, na gut. Also dann, tja. So, Kumpel. Auf die Fresse. Jetzt mache ich es nochmal wieder ein bisschen, gekonter, beziehungsweise ich gucke mal gerade, da war kein...
Da war niemand. Das ist schon mal gut. Hier war jemand und da war jemand. Töten wir erstmal da mal. Da war jemand. Ah. Ach ja. Zack. Du lässt mich ja nicht hinter dich. Selber schuld, dann mache ich dich halt anders tot. Ach, wir waren ganz am Anfang auch ein Mensch, fällt mir dabei ein, ne? Schade, jetzt ist das ja auch wieder weg. Hätte ja, tatsächlich sinnvoll sein können mal. Also eigentlich ist das natürlich immer sinnvoll. Au. Shit. Du Depp. Gib mir mal eine Auffrischung. Ist vielleicht gar keine so blöde Idee. Tja, jetzt muss ich irgendwie... Ja, meine XP liegt direkt hier neben, aber ich muss ja trotzdem erstmal wieder irgendwie die beiden... die Typen töten, um weiterzukommen. Na gut, den Magier muss ich theoretisch vielleicht nicht mal unbedingt töten. Machen wir das anders. Töten wir erstmal den da vorne. Uah. Au, shit. Ich dachte mir, ich gehe auf einer Seite und sobald ich dann was höre, dass der Dingens schießt, der Magier, gehe ich zur Seite. Aber es hat wohl nicht so funktioniert, wie ich das gerne gehabt hätte. So machen wir das jetzt mal gerade. Der Magier schießt da hinten immer noch. Der Bogenschütze ist weg gerade. Es gefällt mich, dass der Bogenschütze da vorne rumsteht, aber ich glaube, da kann ich um ihn rumlaufen. Das ist also vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur irgendwie immer in Deckung gehen, wenn der Magier schießt. Ja. Beziehungsweise... Shit! Warum geht das nicht? Warum hat das nicht funktioniert? Ja. Ich hasse diese Magier-Typen. Was kann ich denn dagegen tun? Ganz kurz was nachgucken. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht angelaufen oder so. Wie sieht denn mein Graswappenschild aus, was die Magieabwehr angeht? Ein kleines bisschen besser, aber auch nicht so viel. Shit, wow, macht der viel Schaden. Wow, macht der viel Schaden. Alter. Das war ja nicht so geil. Dann machen wir das nochmal so. Ich weiß, das braucht gerade eine ganze Menge Magie hier. Also von meiner Magie, die ich habe. Um so ein paar Leute zu töten. Aber ich muss nochmal gerade gucken, wo ich jetzt hier genau zum Boss kam. Und wie das funktionierte. So. Da kann er nicht drüber schießen über die Dinger, ne? Das heißt, wenn ich jetzt hier schnell hochlaufe, ja, dann trifft er mich hier nicht, ne? Nope. Perfekt. Ha! Down! Drecksmagier. Stirb! Mag dich nicht.